Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Show von Path of Exile. Ja, ich bin jetzt Level 26, habe leider ein paar Aufnahmen nicht gut aufnehmen können, weil es geleckt hat, weil Fraps irgendwelche Probleme hat mit Path of Exile momentan. Also ja, momentan, Path of Exile hat sich halt weiter gepatcht und so, und jetzt ist es irgendwie nicht mehr so ganz kompatibel. Ja, Fraps kann da wenig dafür irgendwie. Aber jetzt geht wieder eigentlich alles gut. Ich hoffe, es laggt jetzt nicht diesmal. Ja, keine Rückmeldung, genau. Genau. Ja, dann. Also noch kurz schauen. Passiven Skill, wie habe ich jetzt so geskillt? Unbedingt die Auren gemacht. Und hier Life Leech. Und ja, hier oben noch Trickery. Und jetzt gehe ich zuerst wahrscheinlich das machen mit dem Ausweichen und dann hier unten durch, hier hoch die Elementarnotes zu machen und hier noch und hier oben den Baum von den Auren. So, hier ist das. Zeige ich euch mal den Attack Speed. Das ist schon richtig schnell, war noch schneller vorher, aber ich habe mir auf MF-Sachen ausgerüstet. Zum Beispiel die Türke Green mit 26, 20, 15, 15 plus 20. Ja, das wär's. Und auf Gesamt bekomme ich das auf fast 90, sogar 96, also fast 100. Okay, gut. Und es laggt wirklich nicht. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn ich Fraps nach dem Spielstarten anmache oder so, weil jetzt habe ich es vor dem Spielstart angemacht und es laggt nicht. Und ja, jetzt bin ich also schon ein bisschen weiter, weil ich ja gespielt habe, auch wenn es geleckt hat. Und das sah dann den Aufnahmen recht schlecht aus. Das ist der Dread Forest, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Machen wir mal später dann. Es wäre schon gut, jetzt reinzugehen wegen den Gems. Was sagst du da oben dazu? Weil von ihm muss ich jetzt es annehmen, den Vorschlag, dass ich ihn am Leben lasse, damit er mir 20 Leben gibt. Und 20 Leben plus die Modifier, also die Prozentuale. Mal schauen, wie viel das gibt. Ja, also 20 wird ungefähr 60 und später natürlich noch mehr. Und das lohnt sich schon, auf Leben zu gehen, anstatt den Skillpunkt mitzunehmen. Ja, was wollt ihr? Was macht die? Okay, sie treffen doch noch gut. Ich muss eben dieses Ausweichzeugs skillen. Aber ich denke, die haben auch einen Fluch eingesetzt, weiß ich nicht, was das für ein Fluch war. Können wir nachher noch schauen. Ist ein bisschen blöd. Aha. Deswegen kamen wir auch. Und die sind auch wieder da. Hassgegner von den Totentempeln. Andere Klasse. Dass die da eingeführt wurden, verstehe ich nicht. Also bin sie jetzt in denen sie nicht, einfach nerven sie, weil sie einfach runterkommen und ja, noch recht zäh sind. So gegen Blaue setze ich eigentlich immer Barrage ein. Das ist so, so geil. Mit dem bin ich fast schneller als mit dem Multischuss. Auch gegen viele Gegner. Ich modifiere Barsch nur auf Schaden und Multischuss für mehr Pfeile. Also Split Arrow. Ist es ja hier Split Arrow. Ich bin immer noch bei Diablo
1, 2 und 3. Ja, von Tanzen so weit. Burn. Ich mag es, wenn die Gegner so viele Statuseffekte bekommen, also 3 insgesamt. Und eingefroren werden. So ein Boss habe ich. Zum Beispiel der Boss in der Mitte von Akt 2, dieser Spinnenboss mit den Blitzen, der konnte mich keinen Schaden hinzufügen. Weil er einfach nicht angreifen konnte, weil er eingefroren war. Und das ist einfach krass. Und die kommen schon runter, obwohl ich noch nicht dort bin. Sie kommen runter und ich schlag sie tot. Ja, easy. Also vor Akt 2 Start hatte ich Probleme mit ihnen, aber jetzt sind sie easy geworden. Eigentlich habe ich fast nichts mehr Probleme, außer Monster, die viel Schaden machen. Weil ich noch nicht defensiv geskillt habe. Im HC würde man mich steinigen. Ich bin kein HC-Spieler, ich spiele nie HC. Nie mehr. Wegen Lex zu sterben und so, nein, danke. Bei Diablo 2 bin ich im HC ungefähr bei Level 93 gestorben. Weil es geleckt hat. Einfach nur, weil es geleckt hat. Hast du schön zugucken können, wie das Standbild schon verraten hat, wie ich gestorben bin. Weil ich ja nichts machen konnte. Und ja, von mir aus kein HC mehr. Und das werde ich jetzt wirklich machen. Nicht wie bei Diablo 3. Der goldene. Ja, bitte. Also. Weg da. Sind nämlich zwei goldene hier. Ach, die sind nebeneinander. Sind halt die zwei. Gefunden. Wo ist er, die? Ach, das nervt ein bisschen. Bisschen laut. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mir denke immer, dass die Videos bei mir ein bisschen zu leise sind. Aber ich habe echt, ah, da ist es. Eine. Der andere war doch unten, okay. Ja, dass meine Videos zu leise auf YouTube sind, aber ich nehme sie immer sehr laut auf. Also sehr laut. Für mich, für mein Headset und so ist es laut. Momentan. Und wenn es bei euch zu leise ist, tut mir leid, das ist YouTube. Das. Ich verstehe nicht, wieso. So, jetzt muss ich hier runter. Das ist Damage. Ah, da ist Piercing. Ja, natürlich oben durch. Weniger Physical Damage. Bringt nicht so viel beim Elementar Ranger. Also Ranger. Das ist keine Rangerin. Ein Elementar Shadow. Bow Shadow. Ich hoffe, ich bekomme den coolen Bogen früh. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Aber der macht. Der macht irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es den Bogen ist, so, wenn ich mich irre, aber der macht, glaube ich, Elektroschaden, also Schockschaden in Gift. So wandelt er um 100%. Aber nein, ich glaube, es ist nicht der. Also es gibt einen Bogen, der ist sehr elementar. Und es gibt einen Bogen, der das macht. Ich will beide mal ausprobieren, einfach so. Und dann auf Schock stacken, also. Ah, da ist noch einer. Ah, da ist. Da geht's entlang. Mal ein bisschen schneller machen. Ja, wenn ich nicht aufnehme, bin ich immer. Geizig nicht mit diesen Tränken, will ich immer so schnell wie möglich rushen. Weil so ist so, ja, das Spiel hat mehr Action dann und
Ist das Spiel einfach spannend, wenn man sich schnell spurt. Ich könnte es zwar auch zeigen, aber da könnte ich nicht so gut reden. Und ich bin ja kein Speedrunner. Deshalb lasse ich das jetzt mal hier. Oh, und gestern habe ich GTA 5 gekauft. Ich war so stolz drauf, aber runterladen kann ich sie nicht. Finde ich blöd. Ah, super. Schon wieder ein Super Lightning Trip. Was brauche ich das? Was gibt es mehr? Trap Drawing Speed wahrscheinlich. Okay. Von mir aus. Und das ist Fast Break Deals. Okay. Also der Charakter kann wirklich was werden. Die sind schon immer stark. Ich weiß nicht, ob sie schwächer wurden. Aber dieser Bild, der hat es in sich später. Und ihr seht es, One-Hit alle. Wenn ich dann noch PS habe, dann ist wirklich alle tot. Sogar die Bären kann ich mit Split-Arrow besiegen. Das ist einfach krass. Einfach krass. Einfach krass. Ja, das ist krass. So, jetzt will ich noch kurz den Fluch ansehen. Stunned. Okay, ah, Warlock Marks, okay. Dachte schon, es gibt einen Stun-Fluch. Aber dabei macht er nur, dass man ja, schneller gestunt wird und stärker und länger, glaube ich. So kam nicht so blöd laden. Schön. Die Bären haben mich immer genervt. Das ist jetzt selber an hier in diesem Ding. So. Ja, Skellies. Hatte die ein schönes Leben, weil sie blitzschnell tot. Und werdet grilliert und unterkühlt. Geschockt. Husch, husch. Die Golems können auch sehr schnell sterben. Haben zwar etwas mehr Leben und Defensive, aber kein Problem für meinen Elementarschaden. Auch wenn er noch nicht so hoch ist, er ist sehr nützlich. Also, ihr seht es, also zum Beispiel hier nur 18. Aber 48 bis 133 Core Damage, das ist schon. Also, ja, Physical Damage ist. Ah nein, das ist kombiniert. Physical Damage ist weniger gut als Core Damage, das ist einfach geil. So halb so viel Physical Damage als Core Damage. In dieser, Cold Damage to Physical Damage to Cold Damage. Ach, noch eine Frenzy. Frenzy ist hier. So krass, wieso macht man einen toten Templar, wenn es so einfach geht, auch wenn. Also noch einfacher geht als einen anderen Charakterklasse und das extrem einfache. Kann ich da mal ganz gut Gegenstände suchen. Leider ist bisher mit diesem Charakter noch nie ein Legendary gedroppt, also Unique. Und ja, ist ein bisschen schade. Aber jetzt geht's ab mit dem Game Level. Wow. Magie. Wow. Ich liebe die Strongbox jetzt bei diesem Charakter, vor allem wenn man so richtig schnell aufräumen kann und es auch anständige Gegner gibt.
Boah, the fuck. Okay. Path of Exile, ich verstehe nicht, was du für Server hast. Wieso werde ich rausgekickt? The operation requires the account to be logged in. Natürlich, aber ich will sehen, was mich rausgekickt hat. Das Öffnen der Truhe oder keine Ahnung wieso. Na toll. Nein, nicht Option. Ah, wenn ich dann das neue Aufnahmegerät habe, dann kann ich auch wieder die Systemeinstellungen hochstellen. Also einfach die Option mal, also die wird geknüpft. Oder natürlich alle. Besser gesagt. So, schauen wir mal die Items an. Naja. Ja, der Server ist momentan ein bisschen kacke. Vielleicht sind sie gerade am irgendwas schrauben. Ich könnte hier noch ein bisschen Quantity nehmen, aber nein, sonst geht mein Physical Damage, 38 in Küste Physical Damage weg. Und den kann ich für den Cold Damage gut gebrauchen. Ein besserer, ja, aber nicht den 8 Quantity. Der braucht auch noch einige Zeit. Habe ich da nicht einen besseren? Ja. So, was haben wir sonst noch? Rarity. Und jetzt, da sind nur Clarity drin. Elemental Weakness. Soll ich den leveln? 20%. Dann nehme ich lieber den Cold Damage. Das ist Lightning. Ich könnte noch den nehmen, aber ich muss schauen, also ich mach mal den rein. Clarity brauche ich eigentlich nicht, aber ich lasse ihn mal drin, weil ich den sowieso nicht level. So. Enfeeble ist auch nicht gut, das ist Critical Damage. Okay, ja, können halt noch nicht viel machen. Das lädt auch momentan so lange. Okay, jetzt nicht mehr. Verstehe ich nicht. Hello. Was ist das für ein Schild? Vielleicht ist das ein Skin. So. Oh, müssen wir wieder dorthin laufen. Ich hoffe, es ist noch gespeichert. Ja, es ist, also wenn das noch gespeichert ist, ist das andere auch gespeichert. So, faster Projektiles. Ah, Grüezi. Bevor er schlagen konnte. Was wird dir das was nützen? Das würde ich überhaupt nicht helfen. Da unten. Komm schneller. Ja, wenn ich später dann noch auf kritischen Treffer mache, dann sind die Dinger unten auch schneller wieder recharged. Oh Gott, nein. Hat nicht gespeichert. Da muss ich noch anmachen. Okay. Also, die Hälfte. Dann bringt es das nicht. Ja, geht gar nicht. Schade, muss noch ein bisschen mehr. Ich muss noch ein bisschen mehr. Und irgendwie fragt mich, wieso hört man die so lange? Also, ich hatte das Fehler. Gab es das nicht oder was? Vor allem höre ich jetzt die Monster schon seit Ewigkeiten und meine, ja, muss ich angreifen. Dabei sind die noch weit weg. Muss ich gar nicht angreifen.
bisschen verwirrend. Ich brauche wieder so ein Strongbox. Rare Strongbox. Gold Ring. Weil ich so viele Dinge habe, nehme ich mal die Gold Ring mit, weil dann kann man relativ gut MF drauf machen. Weil ich ja mehr Shards. Die Orbs, Shards sind ja die halb, also die kleinen, die nichts bringen. Nur Orbs bringen. Sind hier. Kaka. Jetzt will ich mal schauen, ob es das überhaupt gespeichert hat. Ja. Und das weiße Biest, das besiege ich nie. Erst viel später. So mal kurz durchrennen und das besiegen. Es ist einfach zu nervig. Also es ist... Ja, der Dungeon ist ein bisschen nervig aufgebaut. So lange. Der Gegner ist eigentlich nicht stark. Der war mal stark früher, als ich noch nicht Items hatte. Das allererste Mal. Da hatte ich Summoner und die Zombies waren noch relativ schlecht früher und ich starb die ganze Zeit an dem. Ist schon geil mit 6 Pfeilen, also. Sowas ist richtig cool. Wenn ich dann 9 Pfeile habe, plus ein 10er mit dem Bogen der Tabs. Dann bringt es, also es bringt halt auch viel weniger Schaden. Aber das tut sich dann mit den Levels von den Gems besser. So bin ich gleich durch. Der zweite Ebene kommt dann noch. Oh ja. Und da noch eine. Ja, ich freue mich schon auf die Maps. Ich hatte nämlich noch nie eine Map gemacht, weil ich spiele alleine und bin nie so weit gekommen. Für zu zweit oder mehr zu spielen ist irgendwie das Game gar nicht so gut. Würde ich ja gerne, aber... Und dann Probleme hat zu leveln und so. Was ist jetzt los? Fail to join any instance. Von mir aus, also die Server sind momentan kaputt. Ah, muss ich doch mal Abend aufnehmen und dann PC neu starten, da ist damit Fraps endlich checkt, dass es lagfrei aufnehmen muss. Okay, jetzt geht es. Bitte nicht Error oder so wieder. Server verlassen, bitte nicht. Ja, ja. Also die Server sind momentan wahrscheinlich gerade irgendwo anders. Aber eins ist es nicht gut. Die Server sind momentan nicht gut. Ist bei denen ein Safe oder so, wo viel Leistung braucht. Bitte nicht den Gesicht, Gesicht auf den Gegner verdecken, bitte. Ein bisschen weniger würde doch auch gut sein, dafür mehr Reichweite. Das ist nur für den Nahkampf eigentlich gut. Ja, okay, die bekommen schon dort Schaden, aber... Da
ich mal testen, wie weit das reicht. Komm, 6. Ja, okay. Dann halt nicht. Aber ich denke, die Animation ist weniger groß als die Wirkung. Oh, die sind auch einfach mit diesem einfach mal reinhauen. Auch snipen kann man mit dem Badge gut. Split Arrow natürlich auch, aber man muss sich ja die Pfeile aufdecken, aufspalten. So, nächster Punkt. Baracke ist mehr. Less Multi und Tartred. Und wo ist Split Arrow? Der Level-Ding ist so langsam. Weil es schon hoch ist, wahrscheinlich. Verstehe nicht. Da oben. Level 8, okay. Ja, ist schon recht hoch. Naja, ein Level 1 Kill ist. Zerstückle sie durch das Eis, damit er nichts aufbeschwören kann. Das ist gut. Geht sehr gut hier. Aber Sackgassen nerven mich. Die Gassacken. Oh, danke für die Strongbox. Aber bitte droppt ihr das Goods. Ja, toll. Kann ich nicht mal raus. Schaut, wie wenig Damage ich bekomme. Okay, das ist ein Strongbox, wo Gegner wieder beschwört und das geht so extrem lange. Ah, lass mich doch einfach nach oben. Danke. Jo, machen wir einen längeren Part. Okay, nein, da werde ich jetzt kurz schneiden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.